Nach dem Erfolg gestern vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken, die mitgeholfen haben, dass wir die Unterschriften sammeln können, die immer an uns geglaubt haben und insbesondere auch an die Studierenden. Wir haben jetzt einen ersten Schritt getan. Es bleibt noch vieles zu tun, aber wir werden an der Sache dranbleiben und ich bin sicher, dass die Studienbeiträge abgeschafft werden.